Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's-Demo. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und viel Spaß hier. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe jetzt einfach mal meinen Razer-Kopfhörer benommen, den ich damals für den PC gekauft habe. Und ich werde jetzt das einfach mal mit dem aufnehmen. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das eine bessere Qualität ist oder nicht. Sonst könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie ein besseres Headset-Vorschlag habt. Ich finde eigentlich mein anderes gut, nur ich hatte unter einem Video einen Kommentar, mein Mikro wäre nicht so gut. Und ich denke, okay, eigentlich so schlecht ist das nicht, weil ich höre mich an Bastians PC genauso an wie in meinen Videos. Und der hat, ich glaube, das ist auch vom Razer und das war, glaube ich, 200 Euro. Also schon ein richtiges Gutes, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das war fast schon 200 Euro. Würde ich niemals ausgeben. Aber nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir werden jetzt das Spiel starten. Und ich hoffe, es ist nicht zu laut oder zu leise. Deutsch, ja. Genau, Deutsch. Oh. Okay, wir stimmen zu, wir stimmen zu. Ja, natürlich alles gelesen. Region Deutschland, ja. Also Europa. So, ich mache das immer auf ganz hell. Es ladet. Oh, ich habe das Spiel gar nicht gesagt, ne? Code Wayne. Ich bin super. Offline machen wir das. Und ich gehe mal auf Einstellungen. Helligkeit Audio. Mono, Stereo. Ich mache das mal ein bisschen leiser auf 80 hier. Jetzt hast du es übernommen? Ja. Also kann man das auch online spielen? Okay. Ich drück mal auf neu. Geht ja nicht anders. Ich bin mal gespannt. Besonders diese Kopfhörer, da sind, also bei dem anderen sind meine Ohren auch drin. Aber da ist das sehr extrem und ich höre mich ein bisschen selber so, wie nennt man das, hallig an? Ja. Good morning. Hey, can you hear me? Ah, okay. Namen einrichten. Zuerst Aussehen einrichten. Okay. Name. Mark P. Spitzname. Mac. Weiter. Wir sind weiblich. Ich weiß halt, dass das so ein bisschen Dark Soul-mäßig sein soll vom Kampf her. Und ja, wir standen beim Saturn und Bastian hat da gesagt, das ist was für dich, ne? Dachte ich, okay, ne? Und dann sagte der, das ist wohl so Dark Souls-mäßig vom Kampf. Und ich so, nein. Ich lasse das jetzt mal mit dem Aussehen so, ich mach einfach auf Bestätigen. Aber ich wollte es mir halt mal angucken. Das hört sich jetzt ein bisschen leiser an. Ich weiß nicht, ob das nur auf meine Ohren so ist, weil ich das den Kopfhörer leiser gemacht habe. Okay. Was ist das? Beim Ausruhen, okay. Läuft ein bisschen komisch. Sprechen. So listen well. Each revenant has a different power coursing through their veins, called a blood code. The best way to learn about it is to try it for yourself. So. Okay. Wiedergänger beziehen besondere Kräfte namens Blutcodes. Die Werte des Wiedergängers, okay. Was ist denn ein Blutcode? Inventar. Okay. Ich muss gerade gucken. Wo finden wir das denn? Werte? Die Wiedergängers nach speziellen Blutkurs. Um diese Werte zu überprüfen,
Wählst du den aktuellen Ausrüst... Was ist denn das? Das hier? Unbekannt ist das, okay. That is a fighter blood code, Okay. which is excellent for combat. Each talent that a blood code bestows is known as a gift. The fighter blood code grants ever-increasing endurance. It seems you also have a gift that temporarily enhances your attack power. Try it out. Feld öffnen? Ah, müssen wir diese Dinger da reinlegen? Oder nicht? Boah, die Schrift ist so klein. Gewähren sinnvolle Ausrüstung. Dauerhafte Effekte. Aktive Talente musst du benutzen, damit ihre Effekte wirken. Da muss ich dann dieses öffnen. Okay. Probieren wir es mal aus. Und zurückgesetzt, okay. Yes, that will do. Be warned. The effects of a gift will not work unless it is prepared in advance. I forgot something important. You will need special blood to activate gifts. This blood comes from revenants who have forgotten themselves and turned into monsters. The Lost. You can drain Ichor from the Lost by striking them with your weapon. Remember that. Those are the basics of a fighter's gifts. Use and learn each of them well. Okay. Oh! Oh. Ich merke, das ist, glaube ich, nichts für mich. Danke, wieso greift er nicht an? Okay, jetzt aber. Ja, wir haben auch eine Ausdaueranzeige, deswegen wahrscheinlich. Gut gemacht. That has left you with infinite possibilities. You have the unique talent to change your blood code. Come, look deep within yourself. Okay. Ändere die Blutcode. Okay. Wie mache ich das denn? Das hier? That blood code is known as Ranger. Oh dear. That weapon seems to be too heavy for you. Rangers are nimble and best at fighting with light weaponry. Try switching to a bayonet. Okay. Yes, that's much better, isn't it? Oh, firing your bayonet. Also es gibt halt verschiedene Rassen, also Typen und auch natürlich dann verschiedene Waffen, die mit verwenden können, ne? Using your blood veil will let you quickly drain Ichor from the Lost. In addition, this can increase the amount of Ichor you can hold. If you have a chance to drain Ichor from a foe, use it. Also, R3? Okay, wir müssen immer auf die Ausdauer achten. Sprechen. Noch ein, okay. Zauber, okay. Wir können auch ein Zauberer sein. That is what is called the caster blood code. Wahrscheinlich jetzt einen Stab ausrüsten oder so. Okay.
wieder Waffe. Nee, doch nicht. Halte R2. Ah, okay. Ach, wie cool. Kannst du auch über Talent, okay. Was ich genau auswärts machen müssen, erhalten Talente, bewerben. Haben wir denn irgendwie neue Talente? Weil die sagte. Beim. Achso, ich muss rasten. Steht auch da, mein Gott. Talent, ach da, okay. Okay. Müssen wir uns jetzt für eins entscheiden? Ah ne, wir können dann halt was erlernen. Kann erlernt werden. Dann machen wir das mal. Erwerben. Okay. Freischalten. Nicht genügend, okay. Talentzuweisungen, das hatten wir schon mal, ne? Hier und dann so. Und dann das hier oben. Ne, das untere war das, ne? In addition, its power will change according to the blood veil you equip. Blood veils have different affinities with gifts. It can be complicated, but keep it in mind. Wow. Okay, ansprechen. It's all quite sudden, but you picked it up, right? The disappearance of your blood code has left you with unique, limitless capabilities. Not only can you change blood codes, but you can acquire new ones as well. The strength of others can become your own, a talent that you alone possess. Since you are the only one who can do this, your blood is the only teacher you have. Okay, das ist ein Tutorial gewesen. War gar nicht schlecht, würde ich sagen, ne? Ich glaube, das ist auch einfach so, das Spiel muss man ein bisschen auch spielen wegen der Steuerung. Müssen wir mal gucken. Also es sieht interessant aus, muss ich sagen. Ich bin eigentlich nicht so der Dark Souls-Fan, wirklich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ich werde euch auch jemanden verlinken, der es gestreamt hat, Punisher, wenn ich daran denke. Wenn ich daran denke, ich hoffe, dann werde ich den auch noch mit hier verlinken. Und sonst spätestens in den Kommentaren werde ich ihn dann sonst nochmal verlinken. Welcome back. Hello. How are you feeling? Oh, mein Controller. Boah, ist was runtergefallen. Okay, I don't remember either.
Okay. Dann gucken wir mal. Ich würde mal sagen, wir gucken in der nächsten Folge weiter, wie es da weitergeht. Und, oh, wir sehen aber sehr geschwächt aus. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr das Spiel schon kennt und wie es euch das gefällt. Und, also wenn ihr es habt, wie es euch gefällt. Und danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.